Ja, moin, da sind wir wieder. Und damit willkommen zu einer weiteren Folge Don't Starve Shipwrecked mit mir, dem Terminus und natürlich dem guten Wilbur. Ich nehme die Folge so eine gute halbe Stunde nach der letzten Folge auf, weil ich gemerkt habe, hey, mir geht's nicht gut. Aber das kann ich ändern. Und zwar habe ich jetzt wieder ein bisschen recherchiert und geguckt, was es für, so für Kochrezepte gibt, die mich gut heilen. Drum suche ich jetzt, beziehungsweise mach mir erstmal wieder so einen geilen Muschelstick. Die habe ich ja unglaublich geliebt beim letzten Mal. Bambus habe ich. Bambus, dann brauche ich diese Vines und ich brauche auf jeden Fall Seaweed und Limpets. Okay. Und es ist heute noch. Schau mal an. Es ist heute noch Nacht. Vollmond. Es ist Nacht am Tag, Leute. Meine Fresse, ich bin so buttet. Wieder war grün. Gegengift habe ich. Ja, jetzt wieder. Lustig. Hallo, Feuerchen. Oh Gott, das war... Die letzte Folge war anstrengend. Guckt auf jeden Fall mal rein. Ich bin mir sicher, ihr werdet da euren Spaß haben. Ich nicht. Für mich war die anstrengend. So, Limpets. Mit den Korallen muss ich noch das bauen, was ich bauen will. Wieso ist da ein freier Platz? In der Schaufel? So, nochmal drei Limpets, dann bin ich auf jeden Fall voll geheilt. Ja. Dann bin ich voll geheilt. So. Blitz hätte ich gerne nicht in mein Gesicht. Also nehme ich mal die Ding aus der Hand. Limpet! Go. So. Und Boat Repair Kit brauche ich zwei Stinger und... Ich hoffe mal, ich habe die Stinger noch zu Hause. Seile habe ich. Aber halt Stinger. Stinger sind das Problem. Nehmen wir alles mit. Ich nehme mal ein bisschen Stuff mit, wenn ich schon hier bin. Noch mal ganz kurz das Eis. Und drei Limpets. Und das gibt so eine geile Heilsuppe. Oh ja, bitte. Ich weiß nicht, die Popo so aufheben. Dann muss ich drei Limestones machen. Hallo? Warte. Ich habe nicht genug. Brauche ich überhaupt drei? Nein, aber ich brauche noch zwei Sand. Okay, das ist ja nicht das Problem. Oder doch? Wird Sand angezeigt? Die Sandhügelchen. Nein. Habe ich Sand, bitte. Nein. Nein. Nope. Kein Sand für Terminus. Erstmal Süppchen essen, dann geht es mir wieder gut. Da mache ich mir noch eins. Sehr gut, sehr gut. Ah, die werden jetzt auch schlecht. Oh, das ganze Eis ist zu schade zum Wegwerfen. Okay, Limpets, Limestones habe ich genug. Das ist wunderbar. Korallen kann ich jetzt schon mal wegpacken. Stimmt, da habe ich noch welche gebraucht für das Gegengift, was ich gemacht habe. Korrekt. So, hier haben wir nochmal eine Suppe. Diese Suppe halt unglaublich gut. Es braucht nur Limpets und Eis. Nur Limpets und Eis. Und jetzt brauche ich Sand, zwei Stück. Dann kann ich mir den guten Ofen machen. Kann ich mir eigentlich mehr Fackeln machen. Ja, ich habe noch... Ich habe noch von dem guten Stuff. Ich brauche nur Sand. Eine Schaufel habe ich ja. Feuer. Dann baue ich mir hier so ein schönes Chimney Cricket hin. Wo kann ich dich denn bauen? Den Affen mal ganz kurz wegscheuchen, weil ich will hier das Ding bauen. Kannst du dich verziehen? Ja, ja. Jetzt zieh den Top-Hat an. Die mit hier rüber.
Den Affen würde ich gerne totschlagen, aber das ist keine gute Idee. Das ist leider absolut keine gute Idee. Das muss doch hier irgendwo gehen. Ja, guck mal. Jetzt sehe ich doch wieder was. Bam. Aber jetzt wäre ich ein bisschen blöd, dass ich jetzt gebaut habe. Aber was steht, steht. Du kriegst halt einmal gratis Feuer mit. Das habe ich jetzt verschwendet. Ah, Schweinehütte. Wildborn, denn brauche ich 4. Ja, das habe ich nicht. Das habe ich nicht. Und wenn das so ist, lege ich das auch ab, weil das bekomme ich so schnell auch nicht. Pass mal auf, was habe ich noch zum Essen hier drin, was ich verkochen kann. Das Fleisch muss ich sowieso verkochen. Meatballs, nein, das will ich eigentlich nicht. Aus meinem großen Fleisch will ich schon was Besseres, wenn das geht. Pass mal kurz auf. Das ist schon cool, dass ich mit Wilbur einfach Sachen fangen kann. Wie? Ich brauch noch einen Vogel. Ess ich mal ganz kurz. Vögelchen! Ich bräuchte ja noch einen Pflanzen. So. Da haben wir ein Vögelchen. Nein, das ist nicht... Dann hole ich dich jetzt eben sofort. Mein Gott! Hätte ich gerne wieder meine Machete ausgerüstet. Hier ein Feuerchen rein. Aber wenn man einen Vögel ohne Kochen tötet, kann es sein, dass auch nur eine Feder rauskommt. Das will ich gerade nicht. Wow. Terminus macht aber wieder unglaublich schlaue Sachen. Meaty Stew, genau das will ich, bevor ich gehe. Pass auf. Dann packe ich mir mein Boot, welches ich da unten angelegt habe. Hier. Fahre damit aus der Welt raus. Nehme vielleicht noch so viel Seaweed mit wie möglich. Und dann geht es mir doch awesome. Ich baue mir nochmal eine Fackel. Allerdings, ich habe 2 Boot-Torches. Ich baue mir eine Fackel, wenn ich muss. Man hört die ganze Zeit solche Schlangen oder so, was ich nicht so ganz so verstehe. So. Weißt du was? Ich sehe dich. Lass mich in Ruhe. Lass mich bloß in Ruhe. Die sind hier überall. Die sind hier überall. Näher an die. Nein, 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 nein. Ich will nicht mit dir spielen. Geh bloß weg. Ich habe euch nicht mehr gern seit dem letzten Mal. Aber so gar nicht. Okay, die Seaweeds darf ich aber nicht komplett fressen. Weil ich brauche für die Muschelsticks. Weil damit kann ich mir machen relativ viele Fischstäbchen. Die heilen mich, machen Hunger weg. Die sind toll. Und wenn ich mal Sanity-Probleme habe, fresse ich Bananen. Beziehungsweise Bananensticks, die ich mir mache. Ja, ja, das ist gut, das ist schön. Ein Krabbilein. Wie fängt man die eigentlich? Ich weiß es nicht, muss ich mir mal angucken, weil mit denen kann man auch ein relativ nettes Rezept machen. Hallo? Spieleinsel. Die Geräusche sind gruselig. Wo noch Kohle liegt, das nehme ich gerne an. Spielen wir doch mal ein bisschen. Es macht Sanity runter. Das muss man beachten. Ein Schild. Das ist was Gutes. Wie viel Hunger habe ich? Das ist doch schon mal nice. Er sagt mir irgendwas, aber ich weiß nicht was, weil du ein Affe bist. Was will er mir sagen? Wenn er mir jetzt nämlich sagt, hey, ein Boss kommt, lustig. Da ist ein Drache. Ach so, das war die Insel, wo ich Ding gefunden habe. Essen. Oder Supplies. Nehmen wir Supplies. Ist ganz nett.
Brauche ich aber nicht. Zur Not muss ich auf mein Schiff hüpfen und wegrennen, weil da können auch böse Sachen rauskommen. Ja, drüben darf ich sein Feuerchen machen, damit er mich nicht ärgert. Supply an Seilen. Nehme ich mit, habe ich nämlich Platz für. Oh, so viel Essen bringt die Suppe nicht. Ich habe zum Glück nicht mehr Meaty Stew dabei. Okay. Oh, Moskitos! Nee, mit denen lege ich mich mal nicht an. Weil die vergiften. Habe ich auch nicht meine Tasche liegen lassen. Also bin ich einfach weg. Hat Spaß gemacht, solange es gewirrt hat. Aber jetzt habe ich meine eine Fackel da liegen lassen. Aus Intelligenz. Dann wieder Stinktiere. Oh, jetzt habe ich auch das Chill Amulet aus Panik liegen lassen. Doof. Ich könnte gucken, dass die Moskitos gegen den Drachen kämpfen. Das wäre eine relativ schlaue Sache. Das würde mir gefallen. Ich will nicht zu nah ans Meer, weil ich ja nicht weiß, von welcher Seite plötzlich die Wellen kommen können. Weil Wellen sind dumme Huren. So. Ich müsste eigentlich weiter erkunden. Aber nachts traue ich mich nicht mit dem kaputten Schiff. Nee. Das Fiese an denen ist halt, die vergiften mich. Instant. Wenn die mich erwischen, das ist nicht gut. Wenn ich jetzt gerade nach unten fahre, dann... ist doch toll, oder? Und wenn ich innerhalb von 5 Minuten nach Hause komme, habe ich die Folge gut beendet. Und noch was erkundet. Und solange das Wasser hier so hell ist, kommen ja hier keine Wellen. Wenn ich das richtig verstanden habe, oder? Oder? Dann gucke ich auf jeden Fall, dass ich mir in der nächsten Folge Stinger hole, um mein Boot zu reparieren. Oder mir einfach ein neues Boot mache, wenn ich die Muscheln dafür habe. Aber das werden wir sehen. Ich weiß jetzt auch gar nicht, ob die Moskitos bleiben. Wenn ja, komme ich da irgendwann zurück und gucke, dass sie gegen den Drachen kämpfen. Weil, zugegeben, der ist da ja auch geblieben. Super schlecht. Wenn hier Muscheln der See sind. Ja genau, hier muss noch eine Insel sein. Fahren wir dich doch mal ganz kurz ab und gucken. Boah, wenn hier ein Schweinehäuschen ist, dann beende ich hier die Folge. Und auf solchen Inseln ist doch meistens so ein Schweinehäuschen. Du machst 150, 175. Also bei 25 darf ich die Meaty Stew essen. Okay, die Insel ist super uninteressant. Ein bisschen Gold wäre hier zu holen. Meine Schaufel reicht sowieso nicht dafür aus. Fahren wir noch ein bisschen nach Hause. Ein bisschen nach Hause. Wellen von rechts. Meinetwegen. Fuck. Nee, Leute. Ui. Nee, Freunde. Oh, ein großes Korallending, das könnte gut sein. Ist es aber nicht. Bei so Korallen kann nämlich jemand wohnen, den man gerne hat. Den hat man auf jeden Fall sehr gerne. Ah, Bötchen, halt noch ein bisschen durch. Hier ist eine Insel, an der ich mich trocknen könnte. Ich weiß. Ja, ich bin hier mal die Folge. Bienen, mehr Limpets, mit denen ich mir wieder Leben holen kann, falls das nötig ist. Wieder relativ viele Beeren. Vielleicht finde ich ein Schweinehäuschen. Oder ein Sumpf. Nein, das will ich nicht. Ich will nicht vergiftet werden. Das ist absolut nicht meine Absicht. Schlangen.
auch noch ein Feuerchen, aber es regnet, das ist natürlich super praktisch. Ich will die Folge beenden, ja, ich weiß, aber ich gucke jetzt noch gerade hier. Lass mich. Ich sollte ein Feuer machen. Hier sind Schweine, hier sind Schweine, perfekt. Das heißt, ich gehe jetzt nur noch. Super perfekt, ja, damit beende ich auf jeden Fall die Folge, das ist unglaublich ist das. So, jetzt kann ich mich hier noch ein bisschen trocknen. Falls euch diese Folge gefallen hat, dann noch bitte positiv bewerten. Kommentieren, abonnieren und wir sehen uns beim nächsten Mal, wo ich Schweineärsche noch mit heimbringen kann. Ich muss das Schwein gar nicht mal ärgern. Das ist super. Dann noch Stinger, Boot reparieren. Perfekt. Es läuft wieder. Mir geht's gut. Oh, schön, wenn es ein Shipwreck so läuft. Terminus raus. Und tschüss.